Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Big Ambitions. Ja, ihr seht, unser Früchtchenladen ist bald eingerichtet. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir müssen noch unseren Raum etwas gestalten. Ein bisschen schicker machen. Wie sieht denn aus mit Fußboden? Haben wir da was Nettes? Irgendwas, was ansprechend ist. Ja, ich weiß nicht. Dass das wichtig ist. Und das hier. Ja. Nehmen wir mal das hier, oder? So. Und die Wand? Na gut, die Wand bleibt natürlich nichts anderes übrig, als wieder eine Standard zu nehmen. So. Das ist natürlich auch hier, ist auch klar. Ja, müsste passen. Oder? Ja. Sieht ganz nett aus, oder? Für den Anfang würde ich sagen. Also anwenden. Haben wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir noch mal kurz Kontakte und ich brauche noch mal... Haben die überhaupt offen? Nee, haben wir gar nicht offen, ne? Ja. Ist blöd. Komm mal raus, bitte. Brauche noch ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir überlegen. Kassen haben wir nicht. Salatbar vielleicht. Die haben wir noch nicht, ne? Und vielleicht noch ein Regal. Produktkiste in Holz. Oh ja. Da brauchen wir ein paar. Nehmen wir mal 10 Stück. Kühlschrank, da weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Gut, jetzt brauchen wir hier einen Vertrag mit denen, und zwar für Früchtchen. So, und zwar brauche ich
Papiertüten. Und Salat. Getränkedosen. Das andere liefert er nicht, ne? Hier, frische Lebensmittel. Okay, ich hoffe, es passt so. Jo, gut, schlafen. Wir haben neue Bewerber. Gleich wieder zum Schulen schicken. Okay, gut. Dann würde ich sagen, oh, wir müssen was essen. Schlafen wieder. Bitte weiter trainieren. So, weiter geht's. Wir haben 12.000 Gewinn gemacht. Was ist da los mit unserem Geschäft? Die machen hier Gewinn, ja, okay, gut. Bisschen mehr verlangen vielleicht hier mal. 230 vielleicht. Weniger. Warum? Preise sind eigentlich okay, oder? Ein bisschen weiter runter vielleicht. Vielleicht bringt es was.
Ah, der bricht auch ein hier. Geschenkeladen. Dafür machen wir das ein bisschen günstiger hier. 49, würde ich sagen. Der war auch schon mal besser. Dann sind wir mal ein bisschen günstiger. Okay, gut. Schlafen wieder ein bisschen. Ja, die Lieferung ist da. Ha, ist sie ja. Die Salatbar, die setzen wir mal bitte da. Ja. Geht auf einer Seite, ne? Okay. Und auf die setzen wir mal hier hin. Und das Regal werden wir mal hier hinsetzen. Geht sogar, ja? Okay, gut. So. Okay, jetzt haben wir noch, was haben wir noch draußen stehen? Produktkiste aus Holz. Okay. So, weiter geht's. Nochmal die Kisten aufnehmen. So. Die Frage ist nur, wo kriege ich das Obst und Gemüse her, ne?
brauche nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kisten. Warte mal schnell, wo ist denn hier? Ja, genau. Anrufen. Okay, gut. Dann hätte ich gerne hier noch ein bisschen was an Deko. Ich hätte zwei Fernseher. Dann nehmen wir mal zwei Boxen, eine Uhr. Ja, und Pflanzen hätte ich doch gerne. Bestellen. Ja, ist ja gut. Jetzt können wir immer noch mit. So. Okay. Das habe ich schon bestellt. Nee, nee. Die Frage ist jetzt nur die, was kommt da hin? Ah ja, hier. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, dann kann ich jetzt hier auswählen, was hier reinkommt, ne? Mhm. Äpfel, verstehe. Da hinten könnte man dann zum Beispiel reintun, hier, Obstsalat. Kopfsalat. Kopfsalat. Bisschen schwierig zu erreichen hier. Apfel, Apfel, Apfel. Tomate. Tomate. Kopfsalat. Okay. Mhm.
Okay. Da bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Was ist hier drin? Frische Lebensmittel, ja, okay, das ist klar. Was haben wir hier drin? Tiefkühlkost. Da kriege ich die nur her. Wo kriege ich die nur her? Das ist die spannende Frage jetzt. Weil ich glaube, hier bekomme ich es nicht. Wahrscheinlich muss ich die importieren. Ne? Wie viele Einkäufe habe ich eigentlich? Oh, sorry. Jetzt haben wir die Ausbildung abgeschlossen. Wo ist denn? Okay. Okay, müssen wir uns auch mal anschauen mit dem Lager. Gifts. Ja, da müssen wir uns nochmal genauer damit beschäftigen, weil das ist ein bisschen diffizil, das Ganze hier mit dem Lager. Da muss ich nochmal genauer nachlesen oder mich da schlauer machen, weil so funktioniert das nicht.
So. Genau. Okay. Einkäufer haben wir nur zwei, ne? Also dann kann ich doch handeln damit. Ah, da sind sie. Genau, zugewiesenes Lager, dann nehmen wir mal bitte Warehouse 2. Und zwar nehmen wir da mal 5000 Bananen, 5000 Karotten. Das wollen wir erstmal langsam anfangen. Machen wir erstmal 2000 überall, oder? 1000? Machen wir mal 1000. Drei, vier, fünf, sechs. Einmalig, genau. Warehouse 2, bitte. Warehouse 2. Tiefkühlpost, genau. Warehouse 2. Hoffentlich funktioniert das soweit. Wir stellen uns dann der hier. Gut. Wir fahren aber trotzdem mal kurz da runter. War knapp. Warte mal schnell. Oh, die Folge gleich zu Ende. Seaside, was ist das hier? Chat Cargo, das haben wir schon drin, ne? Genau. United Ocean. Da müssen wir hin, genau. Wenn ich wissen will, was die hier importieren. Ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hinterlassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in Sachen Karambolagen, dann bitte ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ja, wie gesagt, immer Montag bis Freitag, fünfmal die Woche, eine Folge jeweils. Eine Staffel hat 20 Folgen. Ja, und ich werde jetzt hier ein bisschen mich mal schlau machen hier, was die da so können. Rechts oben die Playlist, Daumen da lassen, Abo nicht vergessen. Und ja, dann sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.